Sorry, dass das kippen muss, aber wir brauchen die Feder und wir wollen. Ja. Wir wollen da abspielen. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Ein einzigartiges Streifenhütchen. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Die Feder. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Lass mich versuchen, mit ihm zu reden. Bin gleich da. Ja, auf geht's. Ich will LARP spielen. Let's go. Okay. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Aber das ist doch die Aufgabe meines Baden. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Gabe hat sich so auf das LARP mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Ja. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Dann tu nicht so. Zeig's mir und hab ein bisschen Spaß. Ich dachte, bei dieser ganzen Sache hier geht es darum, so zu tun. So zu tun, als seist du jemand anderes. Nur für eine Weile. Ja. Das Verrückte an der Sache ist, manchmal kann so zu tun, als hättest du Spaß, dich dazu bringen, tatsächlich Spaß zu haben. Ein Versuch kann nicht schaden. Okay. Na komm, greif deinen Helm und Schwert, Edelheld. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Auf ein neues Abenteuer. Voran. Tapfer Abenteuer. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige.
Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh. Sicher. Der Spielleiter-Move erzählt doch von euren hellen Taten. Eine Horde von Ogern. Gefährlich und groß. Doch Feanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Was für ein Zufall. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Quest angenommen. Ja. Auf geht's. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Also, du bist wirklich Alwyn? Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Es ist lange her, seit Carneris. Oha. Charakterbogen. Help, Elf, Bade. Und 10 Angriff perfekt ankommt. Schaden. Ein Schaden. Holy shit. Das ist schwach. Die Songs wird ein Schaden. Harmonie. Ich hoffe, die Gegner haben alle nur 5 Schaden. 5 HP. So hier. Sieht so aus, so die haben 10 HP. Ist auch schon gut. Also. Ja, es sind ein Schaden schon in Ordnung. Mit einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Schreckenswolf, der in ihre Laute verstuckte, ist Elwyn, die Bardin, einer treuen Gefährtin, einen treuen Gefährten von Tainor, der Monsterjäger. Die zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgen vor kurzem dem Ruf nach Helden der Stadt Stoneborn. Tainor. Mensch, Krieger 10 HP, sticht 2 Schaden natürlich. Das ist der Held. Flammklinge 1 plus 1 Feuerschaden. Nächste 2 Runden Effekt. Schild des Mutes beschützt Tainor vom nächsten Angriff. Tainor, der Monsterjäger, ist der größte Held der Natterhalbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er immer mit bloßen Händen einen Talbär siegt und einen Speer an die Brust eines fliegenden Gespenstes schleuderte. Dank Tainos unvergleichlicher Stärke wurden ganze Städte der Geister der Dunkelheit befreit. Oha, eine Map. Genau. Das waren gute Zeiten, hä? Huh? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Alex hat das echt toll gemacht. Gabe wäre stolz gewesen. Danke, Jed. Und so zogen der tapfere Krieger und seine Bahn. Wo sollen wir nur danach suchen? Unterbrich mich nicht. Ich denke, das wissen wir nicht. Auf ein neues Abenteuer. Oh. Unterbrich den Spielleiter nicht, der ich in gewisser Weise gerade bin. Siehst cool aus. Okay, er spielt nicht mit. Schade, kein NPC. Ein Schriftroller. Scroll of Healing. Schriftrolle der Heilung.
Hells Gesundheit für dich und deinen Verbündeten komplett. Findet einen negativen Statuseffekt, Giftleben etc. Können nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool! Lass uns so viele wie möglich finden. Okay. Bestöbern wir die Gegend, um Items aufzusammeln. Bei der Shop ist irgendwas. Nehmen wir schnell gegen Seemonster kämpfen. Schaut nicht so aus. Okay. Na dann auf in die Stadt. Ich meine, du willst das. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Fight. Sehr schön. Was verdammt startet. Even Angriff. Stich. Fang leicht an. Zwei Schaden. Even. Nicht nochmal. Okay, ich bin dran. Nachher ja. Angriff. Verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Zwei Schaden. Oha, ja, zwei Schaden. Gegenstand ist für Heilung, aber noch nicht nötig. Wie von Magie. Schild des Mutes. Schild des Mutes! Verstimmter Akkord. Ein Schaden. So stark kann er ja nicht sein. Beschützt durch das Schild des Mutes. Ethan ist wieder in der Reihe. Angriff. Flammklinge. Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Und der geht down. Der Held hat gesiegt. Beute! Los, looten wir ihn. Oh, cool! Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thaenor. Ne, Fertigkeit erlernt. Krieger. Klasse Krieger, Fertigkeit Feuerwehr. Hat man effekt 3 Schaden für Gegner, 1 Schaden für Verbündete. Kann nur einmal pro Kampf eigentlich. Kampf eingesetzt werden. Ah ja. Müssen wir mal gucken. Was brauchen. Komm, wir gehen weiter. Drei Schaden ist schon. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Das macht wirklich richtig Spaß. Voll, oder? Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf! Bleib ernst! Aber es ist doch ernst, wir müssen den Schrecken, wir müssen wissen, dass der Schreckenswolf tot ist. Schreckenswolf, Schlange. Nicht übel.
erstmal hier entlang. Für sich, für dich. Ein Schriftroller. Ganz süß. Oder der Heilung. Oder? Eine Schriftrolle? Ja. Sieh an, wen haben wir denn da? Hey, nur der Monsterjäger. Und mein... Okay, jetzt soll man ihn nicht aussprechen lassen. Wie mies. Ich dachte, ich bringe dir bei, wie man wirft. Hey, hey! Was läuft denn hier? Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Oha. Warnung, ihr Reisenden voller Kraft. Denn in dieser Taverne ist es ein Rätsel. Hey, Oha. Wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Das sollen wir vielleicht mal machen. Hinweise. Die Paare sind da raus. Oha, eine Blutspur. Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Das ist nicht storyrelevant. Das kotzt mich einfach so an. Die Art, wie die Welt funktioniert und einen in einen schlechten Menschen verwandelt. Das ist der Preis für Sicherheit und Geborgenheit, denke ich. Sind Sie sich da sicher? Natürlich. Ganz genau so läuft das. Friss oder stirb. Wow. Was hat es damit auf sich? Die durstige Möwe. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Sieht Lass uns reingehen. Das könnte ein Hinterhalt sein. Gelb. Oha. Was ist hier passiert? Weitere Überlebende. Der Gartengnom. Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Alter Gnom. Ja? Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient, geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen.
Ja. Schlangenglocke, Art, Instrument, erfordert Barde. Effekt, Schlangen, höre weit schlafen ein. Ein nützliches Item. Wahrhaft. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück! Okay. Ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Ich habe tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre und du nur deine Gitarre hättest, würdest du ihm damit eine verpassen? Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich frag mich, ob Alwyn die Bardin es in die Top 20 geschafft hätte. Na, bestimmt. Oh, eine Warnung. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Achtung, es heißt, ein Sumpftroll hat sich unter den Durstbrüchsuppe eingenistet. Seid extrem vorsichtig. Die Überquerung, oder besser lasst es. Hast du die Warnung gesehen? Ja, es ist eine üble Situation. Trolle sind skrupellos. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Ja. So, Werbung haben wir hier. Hausbade? Sorry, Steph. Alwyn ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Holzwurz. Wir Monsters. Anyone else? Nee, es gibt sounds around. Yes, yes, no. Okay. Eine Münze. Loot für die Helden. Gesucht. Das Post. Königreich hat ernste Probleme. Viele Leute, die es sucht. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Oh Mann. Ja, mach was noch ein drittes Mal. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Die 13. fünfjährliche Versammlung der Daegu-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns heute auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vorzuleben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Das ist hoffentlich abwaschbar. Na geht doch. Das muss das Rätselslösung sein. Mhm. Belinira Desus. Belinira Desus. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Okay. Dieses Lab ist wirklich sehr detailliert gestaltet. Belinira-Desus. Belinira-Desus. Na gut, dann machen wir es mal. Ein bisschen was Rätsel. Ciao. Viel Erfolg. Ob ich mir die drei Namen merken kann. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Oha. Schriftrolle der Gewandtheit. Einmal ausweichen. Wenn den Verbündeten weichen, nächsten Angriff aus, kann nur einmal eingesetzt werden. Sehr nicht wertvoll. Schlecht, Thanor.
Ich denke, in der Black Lantern gibt es noch mehr zu finden. Ja, gleich. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Wird euch im Gedächtnis verbleiben. Antworten. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten? Ja, Nira. Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Noch etwas. Okay. Für des Verses Lösung gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. 4 Münzen oder was? Danke. Okay. Meine. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute ist. Sie war doch voller Leute. Voller lebendiger Leute. Ja, bestimmt was vergessen. Spätestens daran erinnert, aber... ja, ich meine, ich habe da nichts mehr gesehen. Wir mussten weiter. So, wo ist der nächste? Hey Junge, Schriftrolle. Bist du für das Massaker in der Black... Schriftrolle des Vorteils. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool! In der Plattenladen, meine ich, unser nächstes Ziel ist. Könnte da etwas in der Gasse sein? Bestimmt. Der Plattenladen ist bestimmt. Niemand weiß meine Arbeit zu schätzen. Oh, kein Frieder. Niemand. Seid gegrüßt! Herr Schmied. Ihr seht aus wie Abenteurer. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... grießcremig. Ich habe die Zusammensetzung von Sonnensilber vergessen. Ihr kennt sie nicht rein zufällig? Was für ein undankbares Leben. Ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow, er ist voll dabei. Ist am Podium. Ich glaube, das ist eine schicke Kunstgalerie. Warte, nein, es ist ein Zoohandel. Na dann, hinein mit uns. Nur zu. Und dann geht's ab in die Gasse. Monster oder Mensch? Mensch! Herein! Das würde aber ein Monster sagen. Genau, das würde ein Monster sagen. Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Mal sehen, was Steph mit dem Laden angestellt hat. Dann müssen wir zufrieden für umschauen. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Ja. Er schmiedet das Himmelschwert der Macht. Ach ja? Irgendwann wird Zaynor es finden. Es wird Zaynor sein. Er wird damit gegen die Monsterwelt kämpfen. Der sieht richtig echt aus. Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph.
Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Nur für Mitglieder der Magiergilde. Verzeiht. Portale, Heilung, Nekromanz. Ob man sowas trainieren kann? Okay. Im Falle eines Monsterangriffs versammelt jene, die wichtig sind, wirkt schützende Zirkel, schafft eine Illusion in die andere Richtung, wartet auf Hilfe von Erzmagier. Nicht garantiert.